Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von The Swapper, hier 93 Tove. Und ja, mir fehlen genau 8 Orbs, damit es weitergeht. 8 Orbs, genau, da sieht man schön meine Zahl, die 93. Und ich denke, ich habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut und vielleicht hätte ich eine falsche Vorgehensweise. Mein Plan war ja, dass ich alle Schalter drücke, ich muss ja alle gedrückt haben. Und muss einen Klon reinschicken, dass ich da selber draufstehe. Aber was ist? Ich will es erstmal probieren. Mal sehen, ob es klappt. Hip. Okay. Jetzt stehe ich da. Passt mal auf, was ich jetzt mal versuche. Ja, nicht so ganz. Was ich versucht habe, ist, vielleicht kann ich es ja hinkriegen, dass ich einen meiner Klonen in die Ecke, in so eine Lücke reinkriege, ja. Und dass ich ihn dann durchlotse. Vielleicht. Jep. Okay. Na, da muss ich aber trotzdem auf... Muss ich auch mein Timing aufpassen, wann ich das mache und wo ich auch lande. Dann ist es vielleicht sogar möglich. Weil wenn da dann nämlich einer steht und 1, 2, 3, 4 stehen hier mit mir hier, dann könnte ich mich wirklich dort einfach rüber wechseln. So müsste es, denke ich, klappen. Aha, ja. Mal sehen. Ja. Gut, jetzt bin ich hier. Ein bisschen weiter. Aha! Au. Mein Fehler, Entschuldigung. Aber ich glaube, ich hab schon mal die richtige Idee. Ich habe die richtige Idee. Jetzt fehlt nur noch die Umsetzung. Jetzt fehlt mir nur noch die Umsetzung. Volltreffer. Hep. Mal sehen, probieren wir das nochmal. Ja. Ich muss erstmal drauf landen. Und jetzt. Haha. Jetzt hier long. Autsch. Ah, okay, also. Der untere macht den Schalter. Ich muss mir auch merken, welcher Schalter welches Teil öffnet. Yep. Vielleicht darf ich ja doch nicht davor. Vielleicht muss ich doch hier stehen. Jupp. Aber dann fällt der runter. Das klappt auch nicht. Ich habe den richtigen Ansatz. Ich habe den richtigen Ansatz. Das kriege ich hin. Ich sag's euch, das kriege ich hin. Jupp. Der kann ja schon mal nicht weg. Vielleicht so. Jetzt gehst du dahin. Haha. Ja, und... Autsch. Oh. Alter, da muss man... Es tut mir schon im Herzen weh, immer wenn ich einen Klon, der zerquetscht sehe. Ohne, dass er mir wirklich geholfen hat. Ja, nochmal runter. Das war jetzt schlechte Position meinerseits. Jupp. Das war auch nichts. Alter Falter, wenn die schon so schwierig sind, wie wird es dann erst dann im finalen Abschnitt sein? Bin ich ja mal gespannt. Okay. Ich darf nicht zu weit laufen. Moment, welcher Schalter bitte, welcher Schalter öffnet jetzt nochmal das zweite? Der obere, oder? Oder was, der untere? Der untere war es, okay. Jupp. Okay. Gut. Ach, leck mich doch. Eieieiei. Das ist ja so pingelig.
So genau muss man es nehmen, hä? Yep. Okay. Okay. Das war jetzt auch wieder zu weit. Dann fällt er nämlich runter. Oh, der Ansatz ist da. Der Ansatz ist da. Yep. Yep. Auch wieder nicht. Aha. Okay. Jetzt langsam. Gut, jetzt bist du da, jetzt bleibst du da, okay? Was nun? Aha. Ah, okay, stimmt. Ah, genau. Denn jetzt kann der nämlich nicht weglaufen. Sie folgen mir nach. Der eine Klon müsste eigentlich... Ach, leck mich doch, der eine Klon hätte mit mir runtergemusst. Also ich meine, hätte mit mir hochgemusst. Ich musste ja wieder neu setzen. Okay. War ich schon wieder zu schnell gewesen. Pah! Meine Ungeduld wird meinem Klon zum Verhängnis. Okay. Nochmal das Ganze. Yep. Okay, gut. Okay. Jetzt bist du da. Alles klar. Jetzt setze ich dich dorthin. Dann geht das auf. Gut. Du bleibst dort. Okay, langsam jetzt. Beide hoch mit euch. Beide hoch. Jawohl, jawohl. So soll's sein. So soll's sein. Und jetzt. Moment. Jetzt muss ich überlegen. Also jetzt habe ich ihn schon mal da. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, der Schalter... Warum habe ich das gemacht? Ja, da ist er. Der ist da. Der ist an Ort und Stelle. Wieso? So. Warum ist der jetzt... Der eine Stein hat eine Delle abgekriegt. Der geht jetzt nicht ganz nach unten, oder was? Yep. Ja, ja. Ich hatte ihn schon an Ort und Stelle gehabt. Und dieser Schalter öffnet den letzten Stein. Das habe ich schon verstanden. Okay. Wieder runter. Einer rein. Nochmal von vorne, Leute. Nochmal von vorne. Das kriegen wir schon gebacken. Und ich rede hier vom Backen. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Wieso fetzt du immer runter, hä? Bleib doch mal da oben. Mensch, das kennt das nicht. Okay. Gut. Soweit, so gut. Na, jetzt habe ich es versaut, weil jetzt wird er nämlich zerquetscht, wenn ich da jetzt hingehe. Genau. Wie habe ich es denn gerade eben hingekriegt? Gerade eben sah es doch gut aus. Das war jetzt auch wieder zu weit. Dann fällt er nämlich runter. Es ist das eine Rätsel, was mich jetzt davon abhält, weiterzukommen. Eieieiei. Okay. Gut. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's wieder.
Na, jetzt langsam. Du kommst auch wieder hoch. Jawohl. Versammelt euch. Und jetzt, was nun? Was nun? Jetzt setze ich da einen hin. Und kann wechseln. Und was jetzt? Jetzt setze ich da einen hin. Ach je. Jetzt habe ich nicht weitergedacht. Gut, jetzt habe ich das hier. Und jetzt kann ich das machen und kann auch das machen. Aber wie schicke ich jetzt dort einen Klon hin und dass der dann auch da bleibt? Okay, nochmal von vorn. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Ich kann jetzt noch zwei Klone hinsetzen. Das sind passend genau, was ich hier brauche, ja? Der Klon hier unten muss bleiben, ansonsten wird der hier nämlich zerquetscht. Wenn ich den jetzt umdrehe, aha. Kann ich den da hinsetzen? Und kann den hier hinsetzen? Aha. Aber das müssten der müsste weiter vorne sein, oder? Ja, denn sonst passiert nämlich das. Okay, komm mal nochmal hoch. Komm nochmal hoch. Solange ich den hier nicht bewege, bleibt er ja. Bleibt er ja. Das ist ja das Gute. Das ist das Gute. Okay, zip. Einmal Wechsel. Die setze ich ein bisschen weiter hinten hin. Okay. Mehr kann ich nicht setzen. Das ist das Problem. Alter Falter, das muss die Lösung sein. Das muss die Lösung sein, aber irgendwie müsste ich mich... Der hier kann nicht weg, der hier kann nicht weg. Der hier kann aber auch nicht weg. Oder, Moment, ich hab's. Nee, geht ja nicht, geht ja nicht. Gut, jetzt habe ich den da, aber ich kann nicht viel weiter weggehen. Ansonsten wird er wieder zerquetscht. Und wenn ich jetzt springe, wird er auch wieder zerquetscht. Soll ich mir vielleicht doch lieber ein anderes Rätsel suchen? Aber ich bin ja wieder kurz davor, ich sag's euch. Aber ich setze ja schon wieder 12 oder 13 Minuten ungefähr. Alle wieder zu mir. Die Ausgangsposition ist gut. Aber wie weiter? Wie weiter? Yep. Okay. Dahin gewechselt. Oh, jetzt wollte ich genau... Nee, genau, weil hier muss ja... Der hier oben, der muss ja auch noch hier runterkommen, irgendwie. Okay, jetzt bin ich hier und weiter. Bringt mir auch nichts, weil ich keine Klone mehr einsetzen kann. Aber dass der eine da drin sein muss, ich glaube schon, dass es der richtige Ansatz ist. Aber wie komme ich jetzt... Wie kann ich jetzt die anderen platzieren? Jetzt habe ich es wieder versaut, weil der nicht... Oh, meine Fresse. Oh, dann probiere ich ein anderes Rätsel aus. Das kann ja wohl nicht sein. Wo gibt es denn eins, wo... Wo könnte ich noch mal was machen? Memory Terminal. Console. Hatte ich da was übersehen? Interessant. Moment, ich gehe da nochmal hin. Jupp. Hep. Moment. Das sieht jetzt interessant aus, weil die... Ich glaube, die werden mir ja nur angezeigt, wenn ich die nicht hatte. Moment.
Ist es doch ein anderer. Ach so. Ach Moment. Ach so, das ist das Gedrehte. Deshalb. Okay. Okay, hab verstanden, was das Problem ist. Ach nee, mir werden alle angezeigt. Oder doch nicht? Blöp. Und jetzt bin ich hier. Hier kann ich noch welche finden. Vielleicht sind die ja jetzt sogar ein bisschen einfacher. Ich probiere mich hier nochmal aus. Vielleicht klappt es ja, vielleicht. Okay, jetzt lauf mal rückwärts. Tatatan, tatatan, tatatan. Aha. Okay. Weiter laufen. Jawohl. Mhm. Ja. Hier kann ich aber nicht wechseln. Okay. Ich glaube, hier muss ich definitiv einen Klon reinschicken, weil ansonsten komme ich hier ja gar nicht mehr hoch. Oder mehr raus. Mhm. Aha. Moment. So. Okay, jetzt habe ich das hier. Und was bringt mir das? Gar nichts. Jetzt sind hier über die Lichter aus, aber ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Und die Schalter müssen alle betätigt sein. Und das sind außerdem alle Klone, die ich erschaffen kann. Da habe ich, glaube ich, auch schon wieder den richtigen Ansatz. Ja. Ein Hin und Her ist das. Ein Hin und Her. Okay. Im Prinzip müsste ich jetzt mit diesem Klon hier wechseln. Moment. Mhm. Aha. Sehr interessant. Zumindest hat man eine schöne Musik, der man zuhören kann. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen einschläfernd hier, oder? Okay, jetzt bin ich hier. Ich glaube, ich hätte nicht runterfallen dürfen. Ja, hätte ich nicht machen dürfen. Gut, komm mal hier jetzt auf meine Position. Alles klar, gut. Und jetzt du hier. Okay. Na, das war auch wieder nix. Ach, es ist doch zum Mäusemelken. Ein Rätsel muss ich nur noch lösen, aber ich komme nicht drauf. Das hier hatte ich, oder, das Rätsel? Das hier hatte ich doch, oder? Nein, das hatte ich auch noch nicht gehabt, aber das... Das könnte ich vielleicht eher hinkriegen. Yep. Das war ja einfach nur das Rätsel, wo ich hier weniger Klone habe. Komm, irgendeins von diesen Rätseln werde ich ja wohl jetzt hinkriegen, oder? Arsch.
Okay, einmal dahin, einmal dorthin. So. Nicht zu vergessen. Dankeschön. Autsch. Gut, der Fall wird auch nicht überlebt. Yep. Und yep. Nee. Okay, das war ja die Sache hier mit den. Mit den beiden. Mit den Beinen. Da hatte ich ja schon mal was teilweise hingekriegt, oder? Da hatte ich ja schon mal teilweise was hingekriegt. Wenn ich nämlich. Wenn ich nämlich hier einen hinsetze, dann laufe ich erstmal so. Okay. Und jetzt müsste ich im Grunde den hier hinsetzen, oder? Jetzt hüpfe ich. Ah! Und dann habe ich das Problem, dass mir ein Klon fehlt. Dann habe ich das Problem, dass mir ein Klon fehlt. Hm. Aber wie soll man das dann überhaupt dann machen, hä? Meine Fresse. Okay, meine Damen und Herren. Nicht wirklich was erreicht. Zumindest habt ihr gesehen. Aber auch wenn ich jetzt wirklich nichts erreicht habe, ihr seht zumindest dann. Dass ich. Jo, was will ich sagen? Ihr seht zumindest, dass ich hier versucht habe, etwas zu erreichen. Und nicht, dass ich hier auf einmal hier einen Schnitzel und denke, was ist denn da passiert? Hat der Jovic hier wieder gemogelt oder wieder geschaut, wie es geht oder was weiß ich? Ne. Wie gesagt, wenn ich wirklich unnötig viel Sachen mache, dann schneide ich. Wenn ich aber wirklich viel Einsatz zeige, ja, dann schaue ich auch mal in den Abgrund. Der Abgrund schaut zurück. Dann kann man weiterdenken. Okay. Also hier muss ich das jetzt wirklich hinkriegen. Ansonsten, was anderes versuche ich jetzt nicht. Nein. Das ist machbar. Ich bin kurz davor. Oder ich probiere es nochmal. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Mal sehen. Also, ich müsste ja im Grunde hier stehen, ja? Und jetzt mache ich das hier. Jetzt muss ich hier stehen. Mache das. Aber dann habe ich auch wieder einen Klon zu wenig, dass ich hier wechseln könnte. Also, wie komme ich da hoch? Hep. Also, im Prinzip muss ich ja sozusagen mit einem hier hinlaufen. Moment, die Sache ist ja die. Ach, Moment. Ah. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich muss die Lichter nach und nach ausmachen. Hep. Ich muss die Lichter nach und nach ausmachen, dass ich erst den Klon hinsetze. Hep. Und danach das rote Licht ausmache, dass ich wechseln kann. Aber Moment, wenn ich das hier mache, dann würde ja der Klon dann auch wieder weglaufen. Runterlaufen. Das geht ja auch nicht, oder? Moment. Bringen wir uns mal auf die gleiche Ebene. So. Hep. Und hep. Yep. So knapp wie möglich. Moment, ich hab's. Hep. Und so kann ich genügend Abstand schaffen. Hep. Oder? Moment. Hep. Haha! Okay, jetzt habe ich das schon mal. Oder? Hm, Moment. Ich bin kurz davor. Es macht gleich Klick. Es hat Klick gemacht, gleich macht's Klack. Jetzt könnte ich einen hinsetzen, ja? Wenn ich jetzt vorlaufe, ein bisschen weiter vor, dann fällt er zurück, kann zurücklaufen, dann würde das rote Licht ausgehen.
Aber wenn ich das mache, kann ich da keinen Klon hinsetzen. Okay. Okay, wenn ich jetzt zurücklaufe, dann fällt der Klon aber auch runter. Und das ist mein letzter Klon, den ich setzen kann. Das ist auch schon wieder das Problem. Halt ab. Und das wird das Problem. Alter, Falter, ich bin kurz davor, ich bin kurz davor. Ich mache jetzt noch weiter, ich bin kurz davor. Ich sag's euch, ich bin kurz davor. Halt ab. Jetzt bin ich hier. Und jetzt bin ich da. Setze dort den Klon hin, alles klar. Ach nee. Doch, einen kann ich noch hinsetzen. Aber das bringt mir jetzt auch wieder nichts. Weil wenn ich jetzt... Jetzt bin ich zwar hier, aber wenn ich jetzt den anderen hinschicke und rückwärts laufe, damit er den Schalter drückt, dann kann ich trotzdem keinen weiteren Klon hinsetzen, ja? Das ist das Problem. Oder Moment. Nee, das bringt nichts, oder? Einfach mal ausprobieren, mal sehen, mal sehen. Jetzt läuft er zurück. Chaka, 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 chu, chu. Jetzt ist das aus. Aha, ja, das ist beides. Ja, bringt mir nichts. Bringt mir nichts, bringt mir nichts, bringt mir nichts. Kurz davor! Okay, okay. Ich bin kurz davor. Ich mache jetzt einen Schnitt, meine Damen und Herren. Überlege mir stark, wie kann ich es hinkriegen und dann hoffe ich, werde ich es am Anfang des nächsten Parts hinkriegen. Also, jetzt werde ich es definitiv zeigen, denn ich habe wirklich was erreicht. Minimal. Aber was erreicht. Und ja, wenn Ihnen diese Ausgabe von The Swapper gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, hier 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.